So, willkommen zurück hier bei einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts. Und wir fangen, wie so häufig, in unserer Base an. Ich habe die FPS-Zahl jetzt ein wenig erhöht. Ihr merkt es leicht schon am Spielfluss. Vorher hatten wir halt die 30 FPS, jetzt habe ich es auf 50 FPS hochgeschraubt. Und wie ihr seht, es läuft noch wunderbar flüssig. Und solange es so flüssig läuft, werde ich es auch so belassen. So, wir schauen uns nochmal kurz in unseren Kisten um, was wir da jetzt alles so Schönes gesammelt haben. Ja. Genau. Wir machen das jetzt nämlich folgendermaßen. Ich mach mal... Ja, ich muss mal irgendwo was reinstopfen. Wo haben wir Platz? Hier haben wir Platz. Das kann weg, das kann weg. Das, das, das. Das, das. Und das. Und das. Und das. Das. So. Genau. Dann werden wir jetzt jede Menge Erde mitnehmen und jetzt einmal komplett alles schön gerade machen. Also eine Terraforming-Episode, die sich gewaschen hat. Wie wir sehen, wir sind schon ordentlich weit gekommen. Den Umriss der großen Halle haben wir soweit. Das machen wir zu. Wir haben den Boden hier. Unten drunter ist alles fertig für die Küche. Und hier drin wird bald die große Halle sein. Den Umriss haben wir tatsächlich auch schon geschafft. So, hier wäre einer der Seen, die jetzt erstmal zugemacht werden. Dann machen wir das nämlich auch gleich. Zack, 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 zack. Weil wir haben jetzt so viel Erde. Damit könnten wir den ganzen Ozean zumachen. Okay, das vielleicht nicht, aber wir haben auf jeden Fall genug Erde, um alles hier zuzumachen, was uns stören könnte. Und dann machen wir das natürlich auch. So, ich glaube, da unten ist sogar Lehm. Ist das Lehm? Ist das Lehm? Keine Ahnung. Ich baue mal ab. Ja, das ist Lehm. Perfekt, dann nehmen wir das doch gleich mal mit. Ah, jetzt geht's schneller. Wenn man oben ist, geht's schneller vom Abbauen her. Deswegen gehe ich jetzt mal von oben und mache das. Da ist noch ein Lehmklumpen. Das ist auch nicht schlecht, wenn wir hier Lehm haben. Das wusste ich gar nicht. Sonst noch irgendwo Lehm? Ne, scheint alles gewesen zu sein. Gut. Machen wir hier alles schnell zu. Und dann versuchen wir das jetzt hier alles erstmal auf eine Höhe zu bringen. Aber das Wasser stört auf jeden Fall sehr, deswegen fangen wir hiermit erstmal an. Den Sand nehmen wir hier direkt auch mal mit. Den brauchen wir später. Und zwar ohne Ende. Habe ich euch ja schon erzählt, wofür. Wir könnten eigentlich auch das hier noch rausholen. Und das hier gleich durch Erde ersetzen. Ja, das machen wir auch so. Dann haben wir das direkt gut genutzt. Oh, es wird schon wieder dunkel. Bauen wir uns hier mal so ein bisschen in die Tiefe, solange noch Sand kommt. Bauen wir mal alles ab und ersetzen es gleich einfach durch die nicht ganz so wichtige Erde. Konnten wir vorher alles nicht machen, weil uns, wie gesagt, das Füllmaterial gefehlt hat. Und ich sagte euch ja, Luftlöcher werden wir nicht entstehen lassen. Das ist scheiße einfach. Und, aber wenn das jetzt so klappt, hier, wenn hier wirklich so Sand unter der Erde vorkommt, na dann. Oh, jetzt muss ich kurz gucken. Ich habe natürlich so viel Erde dabei, dass ich jetzt keinen Platz mehr für den Sand habe. Und es wird sehr dunkel. Ich hoffe, ihr könnt noch genug erkennen. Ich mache schnell alles hier voll. So. Ja, gleich haben wir die Erde hier auch verbraucht. Genau. Zack. Jetzt können wir nämlich hier den Sand soweit einsammeln. Und ich würde sagen, dann bauen wir hier noch ab. Haben wir eine Schaufel, die... Ne, haben wir leider nicht. Okay. Nehmen wir den Sand hier noch mit. Und dann hat sich's das. Oh fuck, ich höre schon Zombies. Da kommen sie schon. Den killen wir kurz und dann gehen wir aber auch schlafen. Das ist nämlich zu risikoreich.
Fuck. Aber die geben uns zum Glück diese EP-Punkte, auch wenn ich sowieso nicht glaube, dass wir die immer für lange haben. Weil bevor wir die einsetzen, werden wir meist gekillt. Oh Mann, was ist denn hier los? Oh, der hat ein Schwert. Ich hoffe, der droppt das. Das, was wir übrigens gleich auch noch machen, wenn wir jetzt, nachdem wir schlafen gegangen sind, so. Wir machen uns definitiv Rüstung, genau. Weil das geht mir total auf die Eier. Dass wir hier so schnell drauf gehen. So, Eisen haben wir hier. Ich weiß, man könnte das theoretisch auch noch für viele andere Sachen gebrauchen, aber ich habe die Nase voll. Wir machen uns jetzt hier erstmal eine Eisenrüstung. Die wird uns erstmal auch schon gut schützen vor den meisten Sachen, die uns hier erwarten könnten. So, ich schmeiß das hier kurz weg. Und setzen wir die schon mal an. Den Harnisch. Und pack dann nochmal hier so ein paar Sachen weg, damit ich das jetzt in Ruhe bauen kann. Dann bauen wir uns noch eine Hose. Dann bauen wir uns noch Schuhe. So, das ziehe ich alles einmal an. Sieht sehr schick aus. Hier haben wir noch 45 und den Helm brauchen wir noch. So. Und was ich mir jetzt auch noch baue ist... Moment. Ein Schwert. Zack. So, da haben wir nämlich das Schwert auch schon. Und jetzt haben wir quasi eine komplette Eisenausrüstung. Und jetzt können wir uns auf jeden Fall gegen die Zombies durchsetzen. Ich demonstriere das jetzt auch einmal ganz kurz. Gehen wir mal nach oben. So. Da ist der erste. Zack. Wir verlieren definitiv nicht so viel Leben wie zuvor. Wo sind noch ein paar? Da ist ein Zauberer-Zombie. Die droppen ja auch Schwarzpulver, habe ich gesehen. Das ist gar nicht schlecht. Na, komm her. So, der ist down. Da ist der nächste. Und die Spinne noch. Für die brauchen wir sogar nur zwei Schläge. Na, wo ist hier noch einer? Da ist noch einer. Ist auch down. Jetzt sind wir Level 5. Noch jemand? Oh, da sind noch, ist noch ein Skelett auch. Aber keine Panik, die machen wir jetzt auch mit links kaputt. So, weg. Die droppen nämlich auch Knochen, was wiederum sehr, sehr gut ist. Knochen brauchen wir definitiv. Um nachher nochmal so ein bisschen die Felder zu verbessern. Das machen wir hier wieder zu. Der war auch blind. Der stand direkt neben mir. Hat mich nicht gesehen anscheinend. Das machen wir hier auch noch zu. Gut. Was ist das da? Das ist ein Skelett. Droppt auch noch ein paar Knochen. Aber erstmal hier fertig. Zwei Spinnen noch, okay. Und die sind auch weg. Sehr schön. Gut. Jetzt gehen wir aber wirklich... Oh, da ist noch eine Spinne. Danach gehen wir jetzt aber wirklich schlafen. Level 8 sind wir jetzt. Und dann legen wir uns mal auf die faule Haut. Theoretisch könnte ich mir einfach auch ein Bett hier jetzt in der großen Halle bauen. Weil, ich bin ja sowieso die meiste Zeit draußen und muss dann nicht mehr hier runter. Da ist noch einer, den können wir uns noch kurz... Oh, da ist ein Creeper. Wollen wir da direkt gucken, ob wir den auch hinkriegen? Ja, sogar mit zwei Schwarzpulver. Ah, Mist, die können wir gar nicht einsammeln. Was ist das denn für ein Mist? Ah, ich hoffe, die sind nach dem Schlafen noch da, aber ich denke schon. Oh, jetzt kommen die ganzen Zombies. Und das Skelett hat seinen Zombie-Kollegen erledigt. Okay.
Und da jede Menge EP, die sammeln wir mal direkt ein. Level 10 sind wir jetzt. Und jetzt war es das auch. Ey. Was macht der denn? Ich bin schon lebensmüde. So, jetzt gehen wir aber schlafen. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Haben wir genug Zombie-Schlechter gespielt. Und jetzt schon wieder tags. Willkommen, frische Luft. Am Moment, ich wollte ja ein paar Sachen ablegen, damit wir die Knochen und das Schwarzpulver aufnehmen können. Was ist Eisen und das verrottete Fleisch brauche ich nicht und ich lege nur ein Erde weg. So, jetzt können wir uns nämlich hier das Schwarzpulver nehmen. Und die letzte Spinne killen. Und da sind noch Knochen, die brauchen wir auch. Da ist so ein Creeper, ich hoffe, der droppt auch noch Schwarzpulver. Nein! Okay, das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, ich wäre weit genug weg, aber ich habe mich getäuscht. Okay, geht zum Glück schnell mit dem Zumachen. So, schon fertig. Folgendermaßen, wir machen jetzt da hinten noch ein bisschen was zu. Und dann machen wir da alles frei. Und diesen Berg hier müssen wir auch noch komplett wegmachen. Der stört nämlich auch später. Weil da wird der große Turm hingebaut. Und das sagt ja schon alles. So, damit das hier nicht so auf einmal so schräg hoch geht, machen wir hier noch eine Schicht Erde hin. Ups. So. Genau. Essen wir noch schnell was. Aber ich bin am überlegen, ob wir nicht erstmal... Nee, Moment. Wir gehen erstmal gucken, was das da hinten ist. Ich brauche nämlich dringend Fichtenholz und... Also das da hinten ist kein Fichtenholz, das weiß ich, aber... Ich hoffe, dass wir irgendwie an Fichtenholz kommen oder das hier in der Nähe ist. Wir gehen uns einmal hier hinten umgucken. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Wird auch mal höchste Zeit... Dass wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Das sind Laubbäume oder was sind das? Bin gerade ein bisschen überfragt. Ja, das sind große Laubbäume. Große Eichen oder so. Hä. Okay. Okay. Oh, und da ist so ein... Was ist denn das? Monsterfliegenpilz. Aha. Okay. Was bringt das? Pilze? Muss ich nicht verstehen, oder? Also ihr merkt schon, ich bin in der neuen Version noch nicht so bewandert. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass es so Pilzlandschaften gibt, so mit Riesenpilzen oder so, aber... Ich habe keine Ahnung, wofür man die jetzt braucht. Ich glaube, damit kann man Gifttränke machen. Hey, bleib hier. Genau. So. Nee, ich will das Fleisch haben. Die droppen nämlich immer schöne Schweinefilets, wollte ich gerade schon sagen. Schöne Hühnerfilets. Nehmen wir auch mal mit. Gucken uns mal hier ein bisschen um. Hier ist auch ziemlich viel Flachland. Ich hoffe, ich finde hier Fichten. Ich will jetzt nicht zu weit weg direkt. Also... So eine ellenlange Tour hatte ich jetzt eigentlich keine Lust. Aber ich glaube, da haben wir keine andere Wahl. Huh. Okay. Erstmal zurückgehen, bevor ich nicht mehr wieder zurückfinde. Oh Mann, ey, das mit den Bäumen, das ist echt scheiße. Da müssen wir bald echt gucken, wie wir an Fichtenholz kommen, weil das brauchen wir ohne Ende. Wir müssen sogar ein Feld anlegen. Weil wenn das wirklich so weit weg ist, können wir nicht jedes Mal suchen gehen. Das geht auf keinen Fall. Da müssen wir auf jeden Fall uns diese Säpplinge holen. Und das dann suchen. Vielleicht machen wir das auch jetzt schon. Ich bin am Überlegen. Ja, ich glaube, wir könnten das auch jetzt schon machen. Ist auf jeden Fall so wichtig, also fast genauso wichtig wie alles, was wir sonst machen können. Und deswegen machen wir das jetzt auch.
Allerdings fehlt mir das nötige Essen, glaube ich. Ja, ich könnte theoretisch... Okay, die Ordnung ist wieder ein bisschen hängen geblieben. Aber wir räumen jetzt erstmal hier. So. Ich brauche auf jeden Fall Äxte. Ich brauche mir jetzt mal ein paar Äxte, damit ich auf jeden Fall, wenn ich welche finde, direkt sehr viel abbauen kann. 3 Äxte müssen reichen. Ups, so. Und Essen brauche ich für die Tour. Und die Schere nehme ich auch mal mit. Falls man mal einem Schaf begegnen sollte, dann schadet das ja auch nicht. So, Essen habe ich hier nichts. Nee, nee. Auch nicht, auch nicht. Ah, ja, verrottetes Fleisch hätte ich hier noch. Nein, sonst nichts. Okay, dann werde ich kurz das Fleisch hier braten. Dann haben wir immerhin noch etwas, was wir nehmen können. Warten wir kurz, bis die 4 fertig gebraten sind und dann gehen wir los. Zum Glück haben wir jetzt auch die Rüstung, die uns dann teilweise schützt. Denn ohne die würde ich mich jetzt auch nicht raustrauen. Das Problem ist halt wieder, wie finden wir dann nach Hause?